Alles klar. schwierig, weil die Mitte, da ist ein schöner, ne, so eine schöne Schlucht mit Wasser und so. Dreimal links, dreimal rechts und zehnmal noch die Mitte. Das heißt, 16 Spieler haben wir aufgestellt diesmal. Ausgezeichnet. Wo ist denn der 16.? Ja, wir haben da im Der ist Teamspeak. unsichtbar. So, das Ah, ist ein genau, cooles der ist. Matchmaking für meinen Panzer. Niegelnagelneu, frisch erworben. Farblos links hoch auf dem Berg, Sniper-Position da hinten. Eine Artillerie. Hast du die kleine Kanone? Hast du den Vollausbau? Vollausbau. Nice. Wenn schon, denn schon. Ich gehe auf jeden Fall erstmal auf die Einserlinie, werde ein bisschen halt in die Mitte wirken. Ich mach das, was Burgel gesagt hat. Ich gehe hier oben auf Sniper, Posi. Check. Das ist das Beste in dem Mod, um den Panzer sich dran zu gewöhnen erstmal. Daneben. Wir müssen ja nur verteidigen. Natürlich. Was los? Ati, 900er Kelle. Ja, der T-71 ist da kacke nervig. Jetzt nicht mehr. So, wir haben gleich 2 Minuten des Gefechtes rum. Ich schiebe mich in der ersten Feuerstellung in meinem Auto. Alles klar. Glückwunsch! Schöner Hit. Ja, sein Turm ziemlich unzweckmäßig gedreht. Warum ist denn der Jagdtiger jetzt weg? Ich hätte ihn jetzt gerade gehabt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum unser Scout neben mir ist. Ah, jetzt weicht er aus. Er kommt zurück. Endlich. Oh, diese Reload-Zeit. Da könnte man ein Käffchen trinken gehen. Gegnerisches Fahrzeug Jo. ausgeschaltet. Ich war hier echt noch nie oben gestanden, aber der ist ja gar nicht echt doof, der Platz. Ja, der ist auch als Sniper so richtig gut eigentlich. Der Platz und das Auto. Oh, super Auto. Aber leider kann man sich das ja nicht immer aussuchen. Na, ist wohl wahr. Auf Stadtmaps wäre es das Auto verfluchen. Schade ist wirklich, dass die Option nicht gibt, dass man zumindest gewisse Maps, zumindest als Hass-Maps, nicht spielen muss, wie es mal kurz angedacht war. Das war, fände ich, eine clevere Option gewesen. Und ich Ich glaube finde das trotzdem. persönlich ein bisschen schade, dass sie Drachenkamp rausgenommen haben. Stimmt, ja. Ich fand die nämlich nicht so schlimm. Ich finde die wirklich auch nicht schlimm. Also bei der Map habe ich wenig verstanden, warum sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich, weil zu viele rumgeheult haben, ich weiß es nicht. Ja, ist wohl wahr. Aber die Map war wenigstens anspruchsvoll.
Wer sich da anstrengt und Kopf angeschaltet hat, hat auch gescheit spielen können drauf. Richtig. Keine reine Stumpfballern und Stumpf-Losrasen-Map. Also alle, die das sehen, vote dafür, dass ne, die Map wieder reingenommen wird. Also alle zwei. Alle beide. Der Gegner, der WZ ist versunken da unten in seinem Flussbett. Ich bin gerade gekommen, ihn zu holen, aber naja. Ich kümmere mich jetzt um 112er und dann flankiere ich halt die ganzen TDs. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich dann mal da auf die TDs gehen soll, aber ich warte noch mal ein bisschen. Deren Arti ist auch gleich down. Ich habe ein Timing, mein Magazin leer zu schießen. Sensationell. Oh, 24 Lebenspunkte, das ist doch nicht wahr. Oh, nice. Ihr habt das mit dem Resetten im Griff, ne? Ja. Kein Thema. Bin im Reload. Sieben Einser nehme ich gleich. Jo. Oh, abgeprallt an der Front. Lol. Angeschrägt. Na toll, der spielt mit Katz und Maus. Was soll denn das? Nice, danke schön, Bogel. Ja, der ist mir genau dann halt, du hast ihn gejagt. In die Ja. Schussbahn. Sprich, aus der Deckung gescheucht. Dritte getrackt. So, jetzt macht sie weg. 3, 2, 1, 1. Nein. Nein. Ich war auch auf Wir ihn haben sie drauf. nicht mal angekratzt. Geht doch. So, jetzt schaue ich mir mal in Ruhe das Tableau an. Ja, 3000 Schaden fürs erste Gefecht kann man doch lassen, oder? Ansonsten Ja. alles schön. Ja, war doch eine vernünftige erste Runde für den neuen Anschaffung. Ja, schön, schön. Vielen Dank.